Vergleicht ihr euch mit anderen? Und wenn ja, wie ist das so für euch? Könnt ihr gut damit um, wenn andere vielleicht besser aussehen, erfolgreicher sind, etwas besser können? Oder macht euch das Probleme? Ich habe festgestellt, bei mir ist das immer ganz unterschiedlich und ich habe eine Freundin, da ist mir beides passiert. Sie ist eine unglaublich tolle Musikerin, spielt mehrere Instrumente, hat eine unglaublich schöne Singstimme und da kann ich wunderbar mit leben. Da freue ich mich immer, wenn ich sie Musik machen höre und bin überhaupt nicht neidisch. Es gibt da aber eine andere Sache, die macht mich neidisch. Und zwar ist es so, dass früher, als ich sie kennenlernte, sie schon ein bisschen übergewichtig war und sich wenig bewegt hat. Und jetzt habe ich vor nicht allzu langer Zeit festgestellt, dass sie mit dem Laufen angefangen hat. Sie geht regelmäßig joggen. Und ich bin fast hinten übergefallen, als ich gesehen habe, dass sie einen 10-Meilen-Lauf geschafft hat. Da habe ich gedacht, wow, 10 Meilen, das sind 16 Kilometer. Ich selber laufe ja auch gerne. Ich habe schon vor Jahren damit angefangen und das meiste, was ich geschafft habe, waren 7 Kilometer. Im Moment ist es sogar noch weniger, da sind es nur 3,5, weil sich sonst meine Achillessehne sehr beschwert, wenn ich die über Gebühr strapaziere. Und ja, ich muss sagen, das macht mich neidisch. Da habe ich ein echtes Problem mit, dass sie so unglaublich toll im Laufen ist. Ich wäre das auch gerne. Ich würde auch gerne 16 Kilometer laufen. Jetzt weiß ich natürlich auch, dass es nicht nur mir alleine so geht. Das tun auch andere Leute, dass sie sich mit anderen vergleichen und auch anderen passiert ist, dass sie sich dann plötzlich unzulänglich fühlen, minderwertig, weil andere erfolgreicher sind, besser aussehen, ihr Leben besser im Griff haben. Whatever. Und eigentlich sollten wir uns auch nicht ständig mit anderen Menschen vergleichen, um eben nicht dieses Minderwertigkeitsgefühl zu entwickeln. Jetzt ist es aber so, dass der Verfasser des Hebräerbriefes genau darauf anspielt. Sogar im Hebräerbrief werden wir dazu aufgefordert, uns zu vergleichen. Und zwar mit Jesus. Ausgerechnet auch noch mit Jesus. Da heißt es: Dabei wollen wir den Blick auf Jesus richten. Er ist uns im Glauben vorausgegangen. Ja, und dann schreibt der Verfasser des Hebräerbriefes auch noch, dass Jesus ja die ganzen Anfeindungen ertragen hat. Und deshalb werden auch wir nicht müde und werden den Mut nicht verlieren. Und ganz ehrlich, da traue ich mir wirklich eher zu, irgendwann doch mal 16 Kilometer zu laufen. Ich meine ernsthaft, wer kann schon an dieses Ideal heranreichen, das Jesus da abliefert? Und wenn es um Jesus geht und um den Glauben, dann liegt, wie ich finde, die Messlatte noch mal eine Nummer höher, als wenn wir es nur mit Anerkennung und sportlichen Leistungen zu tun haben. Der Glaube ist einfach eine ganz andere Liga. Zum Glauben steht auch was im Hebräerbrief. Glauben ist ein Überzeugtsein von Dingen, die nicht sichtbar sind. Das ist das eine. Und dann gibt es noch eine Aussage zum Glauben. Der Glaube ist ein Festhalten an dem, worauf man hofft. Das heißt, der Glaube ist erstmal innerlich. Das ist etwas, was hier drinnen stattfindet. Und das betrifft sowohl den Glauben an mich selbst, als auch den Glauben an Jesus Christus als Gottes Sohn, den Glauben an den Heiligen Geist, den Glauben an den Schöpfergott. Ich finde jetzt aber, dass das Leben, das Ausleben, das Praktizieren dieses Glaubens gar nicht ohne den Glauben an mich selbst funktioniert. Das gehört zusammen. Und hiermit haben wir dann jetzt auch gleich schon den Übergang vom Innerlichen zum Äußerlichen geschafft. Mein Glaube kann ja nach außen hin sichtbar werden, nicht nur kann werden, sondern wird es, einfach durch die Dinge, die ich sage oder tue. Durch die Art und Weise, wie ich mich verhalte und durch das, was ich sage, drücke ich ja meinen Glauben aus. Ich kann den Glauben an mich selbst ausdrücken, indem ich selbstbewusst auftrete zum Beispiel. Und dadurch, dass ich zu mir selbst stehe und zu dem, was ich fühle,
Oder auch, was ich sage oder tue. Und wenn ich an Gott glaube, dann kann ich dem genauso nach außen hin Ausdruck verleihen, indem ich zum Beispiel ein Leben führe, dem christliche Werte zugrunde liegen. Und auch indem ich sage, ja, ich glaube an Gott, den Schöpfer oder die Schöpferin. Ja, ich glaube an Jesus Christus und ja, ich glaube an den Heiligen Geist. Unsere Konfis, die sind das beste Beispiel für dieses nach außen tragen, was sie glauben und nach außen hin zeigen, was sie glauben. Denn die haben ja gerade erst für ihren Konfirmationsgottesdienst ein Glaubensbekenntnis formuliert, haben das verschriftlicht und dieses Glaubensbekenntnis wurde dann auch im Konfirmationsgottesdienst gesprochen. Und damit haben sie sichtbar gemacht, woran sie glauben, was ihre Überzeugungen sind. Und dabei spielte übrigens auch der Glaube an sich selbst eine große Rolle, denn sie mussten ja schon zu ihren eigenen Überzeugungen stehen und diese auch für wert halten, dass die von anderen gehört werden. Und diese Überzeugung, dieser Glaube an sich selbst, der war gar nicht von Anfang an da, denn ich habe schon vorher zu hören bekommen, kommt das wirklich im Gottesdienst vor? Ist unser Glaubensbekenntnis überhaupt gut genug? Und das war schon ein kleiner Weg dahin, dass sie wirklich aus voller Überzeugung sagen konnten, ja, dieses Glaubensbekenntnis ist es wert, von anderen gehört zu werden. So, wir sehen also, dass man auch beim Ausdrücken, beim Leben des Glaubens sich von anderen bange machen lassen kann, dass man sich minderwertig fühlen kann, wenn man sich mit anderen vergleicht. Und mir geht das ganz genauso. Es gibt Menschen, die total klasse ihren Glauben leben und auf total tolle Weise Kirche sind. Und ich ertappe mich dabei, dass ich manchmal denke, oh, das würde ich jetzt auch gerne tun, das würde ich jetzt auch gerne können oder so wäre ich jetzt auch gerne in Bezug auf mein Christsein und in Bezug auf ja, Teil einer kirchlichen Gemeinde sein. Also nochmal, sich mit anderen zu vergleichen kann frustrierend sein, es kann dazu führen, dass wir uns klein fühlen, dass wir uns unzulänglich fühlen, weil wir den Eindruck haben, dass andere immer viel erfolgreicher sind, dass andere immer die besseren Ideen haben. Und da geht es mir dann auch nicht wirklich besser, wenn ich mich dann auch noch ausgerechnet mit Jesus vergleichen soll. Das ist ja ganz toll, dass er mit diesen ganzen Anfeindungen klargekommen ist. Und es ist auch toll, was er sonst alles hinbekommen hat. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich dazu auch in der Lage bin. Ich werde einfach durchaus müde, wenn etwas zu lange dauert und wenn mir die Energie und die Kraft fehlt. Und ich verliere auch mal den Mut. Aber, auch wenn das nicht so einfach ist, lasst uns dem mal nachkommen, was der Verfasser des Hebräerbriefes gerne möchte. Lasst uns mal auf Jesus sehen und mal gucken, wie der das hingekriegt hat, was er so alles hingekriegt hat. Und was wir da zu sehen bekommen, ist ein Jesus, der das große Ganze im Blick hatte und der ein bestimmtes Ziel hatte. Jesus hat über sich selber hinausgeguckt. Und er hat die Versöhnung aller Menschen mit Gott im Blick gehabt und er hatte es im Blick, Auferstehung für alle Menschen möglich zu machen und nicht nur für sich selber. Und er hatte das Heil aller Menschen im Blick. Und ich glaube, dass das war, was es ihm möglich gemacht hat, durchzuhalten, die Anfeindungen zu ertragen, den Mut nicht zu verlieren, durchzuhalten, weiterzumachen. Okay, jetzt kann man natürlich auch ins Feld führen, dass Jesus nicht nur Mensch gewesen ist, sondern wahrer Mensch und wahrer Gott. Und ich glaube, das hat es ihm durchaus erleichtert mit dem Durchhalten und dem Nicht-Aufgeben und dem Anfeindungen ertragen können. Jetzt sind wir zu 100% arme kleine Menschlein, aber ich glaube, es lohnt sich trotzdem, dass wir uns Jesus als Vorbild nehmen, dass wir uns vergleichen und wirklich versuchen, dem nachzueifern, was er uns da vorgelebt hat. Und dazu möchte ich gerne das Beispiel vom Laufen nochmal wieder aufgreifen, denn es macht schon einen Unterschied, wie ich da rangehe. Wenn ich nur joggen gehe, weil ich der Meinung bin, ich brauche jeden Tag ein bisschen Bewegung, dann werde ich vermutlich nie die 16 Kilometer schaffen. Dann habe ich auch den Ehrgeiz eigentlich gar nicht. Wenn ich jetzt aber an einem Spendenlauf für die Flüchtlingshilfe teilnehme,
dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ich über mich hinauswachse. Und dazu möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Einen solchen Spendenlauf, um Flüchtlingen helfen zu können, hat es hier auf unserer Insel tatsächlich schon gegeben. Der ist organisiert worden von der Schule damals. Und mein Mann und ich waren Sponsoren für eine Schülerin, die gelaufen ist. Und wir hatten den Betrag von 10 Euro festgelegt für eine gelaufene Runde. Eine Runde war eine festgelegte Wegstrecke. Und ja, wir hatten so über einen Daumen angepeilt, dass sie wohl so 4-5 Runden schaffen würde. Sie hat mehr geschafft. Bei Runde 10 traten uns die Schweißperlen auf die Stirn. Als sie die 20. Runde lief, machte sich schon so eine gewisse Übelkeit bemerkbar. Und ja, ich führe das jetzt nicht weiter aus. Es reicht, glaube ich, zu sagen, dass wir richtig ordentlich gelöhnt haben. Was aber total klasse war. Also es war vor allen Dingen auch so schön zu sehen, dass diese Schülerin selber gar nicht damit gerechnet hatte, so viele Runden zu schaffen, so viele Runden laufen zu können. Und es war am Ende einfach total toll, weil wir alle für ein größeres Ziel gearbeitet haben, für etwas, das über uns und unsere kleine Existenz einfach hinausging. Es ging einfach darum, Menschen in Not zu helfen. Und da hat jeder und jede alles gegeben. Und wie gesagt, da finde ich, macht es wirklich den Unterschied, wozu wir in der Lage sind, was wir zu leisten imstande sind. Was ich damit sagen will, ist Folgendes. Wenn wir diese Art von Ziel haben, wenn wir etwas haben, für das wir arbeiten, das größer ist als wir selber und das was richtig Gutes ist, dann sind wir auch in der Lage, mehr auszuhalten, als wir denken. Und dabei ist es dann völlig egal, ob jemand anders in Runde 40 immer noch völlig entspannt durch die Gegend joggt und wir in Runde 30 wirklich entkräftet aufgeben müssen, weil wir wirklich nicht mehr können. Da finde ich, ist es dann auch nicht mehr frustrierend und da würde ich mich dann auch nicht mehr klein fühlen, weil jemand anders 40 Runden laufen kann und ich halt nur 30. Sondern es geht einfach darum, dass wir laufen und wofür wir laufen. Es geht darum, dass wir leben und wofür wir leben. Und es kommt darauf an, was wir gemeinsam erreichen durch die Art, wie wir leben. Und wenn ich sage gemeinsam, dann meine ich uns und Gott und Jesus Christus und den Heiligen Geist. Das ist wir gemeinsam. Und wir gemeinsam schaffen eine Menge. Wir gemeinsam sind Team Hoffnung. Und diesen Glauben, den dürfen wir richtig selbstbewusst raustragen in die Welt. Amen.